16, er macht Tore, platziert sie aus. Pass, Tempo, Scholle, Tempo, Tempo. Und das linke Tor nehmen, Scholle. Doch, korrigieren, weiter, weiter, Junge, alles gut. Gute Kontakte, Tempo, nicht nochmal mit. Weiter Geschichte, die vorderen Dummy. 2 Meter nach außen, dass ihr wieder eine gute Fläche habt. Auf Weg kommt, dass du nicht auf dem kaputten Boden bist. Bei der Handlungsgeschichte, ja, bleibt dabei. Wir spielen tief, haben die Geschichte, nehmen den Ball selber mit. Jetzt spielen wir wieder quer. Wir sehen seinen Außenfuß an. Du kannst auf Luki klatschen lassen. Oder auf Weg. Ja, egal wie du willst, beide sind drin, handlungsschnell. Zack, klatscht durch die Mitte, perfekter Pass, Abschluss vom 16er. Die Mannschaft, die 15 Tore hat, ja, hat gewonnen, der Rest räumt die Dummies weg und trägt ein großes Tor da hinten hin. Qualität, Aufspannung, Abschluss vom 16er. Der muss klatschen. Er steht außen, er muss klatschen. Aber ob auf dich oder auf ihn, das ist mir scheißegal. Aber er muss klatschen lassen. Okay? Nee, du bleibst da. Qualität und verzöger. Feier und Spannung und jetzt weggehen. Vom 16. Abschluss geht es. Weiter. Wo schläft? So, nehme ich mit. Mach ihn, du Gerster! Alle Dummies 2 Meter zurück, Hütchen 2 Meter zurück, ist zu nah.
Okay. Hey, hey, Skala! Innen durch, guter Ball, Skala, aber innen durch. Weiter, selber. Mo!
Ich wusste nicht mehr, wo gescheit ich verbessert habe.
Ausgabe.